Herzlich willkommen zurück zu Spirit of the Island und damit die Fortsetzung der letzten Folge. 5 Uhr. Wenn ich bedenke, dass ich noch hinlaufen muss. Also ich nehme mal an, so ab 6 Uhr müssten die doch eigentlich auf sein, oder? Ja, weiß ich doch, weiß ich doch. So, mal schauen. Moment, da mussten wir da rum. Und dann oben nach links. Sprech mit den Ältesten. Finde jemanden, der die Anlegestelle repariert. So. Ach so, mit ihm kann ich gar nicht sprechen, so wie es aussieht. Ich kann einfach rüber. Das ist gut. Oder er kommt später, weiß ich ja nicht. Ist jetzt los? Ach. Das ist gar nicht im Spiel, ich glaube. Das kam vom Auto. So, die Frage ist jetzt nur, wenn ich jetzt auf die Karte gucke, weiter unten. Hier kann ich durch, oder? Hier ist ein Campingplatz. Hallöchen. Gibt es hier irgendjemanden? Oder schlafen die alle noch vor 6 Uhr? Ich wüsste jetzt aber nicht, ob da jetzt irgendeiner aus der Stadt ist. Ah, jetzt kann ich hier noch oben drin sehen. Da ist auf jeden Fall jemand. Hallöchen. Hey, hallo. Ich kann mich nicht erinnern, dich hier gesehen zu haben. Aber mein Gedächtnis ist ja auch nicht mehr so gut wie früher. Was kann der kleine alte Mann für dich tun? Ach, nichts wirklich. Ich bin Gameplayerin und bin gerade dabei, alle hier kennenzulernen. Ach so. Mein Name ist John. Ich bin, wie soll ich sagen, jemand, der gerne ein einfaches Leben führt. Ich kümmere mich nicht zu viel um die Dinge des Alltags. Du findest mich in der Nähe meines Zeltes. Ich gehe gern an den Strand und schaue auf den Ozean. Wenn du mal eine Münze übrig hast, dann weißt du, wo du mich findest. Haha. ja, habe ich leider nicht. So, schauen wir nochmal. Wenn wir von dem aus weiter nach links gehen, können wir entweder links oder runter gehen. Ich laufe hier die ganze Zeit mit meiner Machete in der Gegend rum. Ich hoffe, die haben jetzt keine Angst. Was war das? Nicht schon wieder irgendwas, was mich jagt, bitte. Das klang nicht gut. Hallo, ist jemand zu Hause? Kann man bei euch was klauen oder so vielleicht? Ich meine, gut, ich kann eh nichts mitnehmen. Aber da scheint auch keiner zu Hause zu sein. Dann schauen wir mal. Wir sind jetzt, achso, noch ein Stück weiter. Sieht aber auf jeden Fall schon ganz nett aus hier. Da läuft einer rum. Hallöchen. Oh. Ich dachte gerade, ich habe ihn aus Versehen geschlagen. Oh, wo war ich? Ich kann mich nicht erinnern, ob dieser Typ sich verstecken oder arbeiten wollte. Oh, entschuldige. Ich habe gerade an das letzte Buch gedacht, das ich gelesen habe. Du musst neu in der Stadt sein. Ich habe dich noch nie gesehen. Du bist in einer anderen Galaxie gewesen, stimmt's? Pass bloß auf, dass du nicht fällst. Haha. Mein Name ist Gameplayerin. Schön, dich kennenzulernen. Keine Sorge, ich lese auch gern. Es ist immer toll, in eine Fantasy-Welt einzutauchen. Ja. Also ich glaube, das Erste ist immer das, was die am besten finden, oder? Oh ja, ich sollte mich schämen. Hahaha. Aber manchmal bin ich wirklich in einer anderen Galaxie. Das solltest auch du versuchen. Es ist gut für die Kreativität. Wir hatten eine gute Bibliothek hier. Naja, wir haben sie eigentlich immer noch, aber es fehlen mittlerweile viele Bücher. Die Piraten kommen hierher, in dem Glauben, Schätze finden zu können. Am Ende zerstören sie jedoch nur die Bücher oder nehmen sie mit. Ich möchte so gerne noch andere Geschichten lesen, aber am liebsten welche aus unserer Welt. Vielleicht kann ich mir eines Tages jemand mehr erzählen, wenn er oder sie zu neuen Abenteuern aufbricht. Hehehe. Oh, übrigens, ich bin Samuel. Lass uns ein andermal wieder reden. Vielleicht können wir zusammen etwas lernen. Und schnell ist er weg. Ja, rechts ist aber ein Pirat. Können wir mit dem auch reden? Und da ist noch einer. Hallo. Halt, wer kommt da? Wer bist du? Wo kommst du her? Ich bin Gameplayerin und gerade auf die Nachbarinsel gezogen. Bitte, es gibt keinen Grund, warum wir kämpfen. Oh, tut mir leid, mein Name ist Gameplayerin. Ich bin gerade auf die Nachbarinsel gezogen. Ich wollte dich nicht erschrecken.
Ja, ich sag mal, ich wollte dich nicht erschrecken. Oh, du bist also der Neuzugang. Es tut mir so leid. Ich hoffe, du kannst mein Verhalten verzeihen. Ich bin Diana und die Wächterin von Maluhia. Ich weiß, dass dies keine Entschuldigung für mein Verhalten ist, aber ich habe nur versucht, die Insel sicher zu halten. Da wir in letzter Zeit nicht viele Touristen haben, führen Unbekannte, die aus heiterem Himmel auftauchen, in der Regel nichts Gutes im Schilde. Nun, ich sollte jetzt weiter patrouillieren. Es ist mir ein Vergnügen, dich kennenzulernen, Gameplayerin. Und ich möchte mich noch einmal für mein Verhalten vorhin entschuldigen. Ja, ich denke mal, man soll wirklich immer das Erste nehmen. Hallo? Hallo, ich rede mit dir. Ja, unterhalten. Hallo, ich glaube, wir kennen uns noch nicht. Ich bin Jordan und ich habe einen kleinen Laden in der Stadt. Du kannst jederzeit vorbeikommen und etwas Schönes kaufen. Ich habe für jeden etwas. Hehe. Du bist neu hier, was? Ich kenne alle auf diesen Inseln. Ich freue mich auch, dich kennenzulernen, Jordan. Ich bin Gameplayerin und werde mal in deinen Laden vorbeischauen. Schön. Komm vorbei, wenn du etwas brauchst. Ich habe immer gute Sachen im Angebot. Mach's gut, mein Freund. Nein, bleib stehen. Handeln. Hat er auch Salat? Nein, das ist Blumenkohl. Oh. Das ist nicht dein Ernst. Nee, nee, Kartoffelsalat. Was ist das? Bioabfall. Riecht zwar nicht, kann aber gut verkauft werden. Keine Ahnung, verkaufen wir mal einfach. Ja, er hat halt nichts, was ich brauche. Und ich habe auch keinen Platz nebenbei bemerkt. Da stand irgendein Tipp noch mit den Händlern. Ich habe es überlesen gerade. Hallo. Hi, wie geht's? Alles klar? Was machst du? Ich habe zwar viel zu tun, für ein gutes Gespräch bin ich aber immer zu haben. Hey, ich heiße Gameplayerin und ich lerne gerade alle hier kennen. Ah, es freut mich, dich zu treffen, Gameplayerin. Mein Name ist Gump. Ich bin der Besitzer des hiesigen Pubs. Komm vorbei, dann können wir was trinken. Die Leute kommen auch gerne nachts. Okay. Oh, manchmal probiere ich auch Rezepte im Pub aus. Komm vorbei, wenn du was Neues lernen willst. Es sind meine Geheimrezepte. Mach's gut. Oh, ich weiß nicht, was gerade mit meinem Hals los ist. Es tut mir leid. Halt, stehen bleiben, stehen bleiben. Hallo, was? Du hast einen Bootsanleger und der ist in einem üblen Zustand und du brauchst jemanden, ja, der dir bei der Reparatur hilft. Ja, das stimmt. Ich weiß zwar noch nicht, was ich mit ihm anfangen soll, aber da er in der Nähe meines Grundstücks liegt, sollte er nützlich sein. So. Oh ja, natürlich kann ich helfen. Ich baue Boote, repariere aber auch Anleger und Geschützbunker. Haha. Und ich habe diesen Anleger bei meinen Rundgängen auch gesehen, glaube ich. Das ist gut und könnte noch mehr Touristen anlocken, oder? Nun, ich werde einiges an Material brauchen. Und wenn ich das erledigt habe, werde ich dich vielleicht ein paar Dinge fragen. Was meinst du? Wir sind also im Geschäft. Besorge dieses Material und bringe es hierher. Das ist die Liste. Wenn alles da ist, wird es nach einem Tag fertig sein. Okay, zeig mir die Liste. Oh, du Scheiße. 30 Holzpaletten, 10 Nägel, schon wieder Klebeband. Oh, ich weiß doch nicht, wie ich Klebeband herstelle. Leute, tut mir das nicht an. Hallöchen, ist jemand zu Hause? Anscheinend nicht. Okay, kann man da rein? Ist das irgendwie das Ende der Fahnenstange? Nee, das ist nur das Ende der Straße. Okay, da waren wir noch nicht. Ah, doch, Moment, das war der Händler, ne? Genau. Dann schauen wir mal eben, wen haben wir denn noch nicht gehabt? Die laufen da unten rum. Mit ihr haben wir, glaube ich, noch nicht gesprochen. Wenn ich das richtig sehe. Die Frage ist, wie kommen wir da jetzt am besten hin? Weil die war ja doch ein bisschen. Ah ja, doch, die Straße entlang. Die wohnt wahrscheinlich hier drin. Ich hoffe, die bleibt auch da stehen. Ja, da ist sie. Hallöchen. Hallo, ich bin Gameplayerin. Du scheinst nicht gerade gesprächig zu sein, was? Bei allem Respekt, aber worüber soll ich eigentlich genau reden? Mein Name ist Elysia.
Ich mag es nicht, zu viel zu reden, und ich kenne dich kaum. Also, ich gehe jetzt. Ich muss mich um ein paar Dinge kümmern. Willkommen auf der Insel, würde ich sagen. Okay. Von mir aus. Dann haben wir noch eben die zwei Leute da oben. Und dann würde ich sagen, dass ich danach dann nämlich mal einen kleinen Cut mache, weil die Folge dann doch wieder sehr lange geworden ist. Ich will jetzt nicht auf Shift drücken, um zu gucken, ob ich sprinten kann, weil sonst lasse ich die Sachen ja fallen. Und mit dem haben wir schon gesprochen, oder? Hallo? Hallo? Mach's gut. Ach, das war Gump. Ja, okay. Okay. Die haben wir noch nicht gehabt. Hallo? Hallo, mein Kind. Es ist schön, ein neues Gesicht auf der Insel zu sehen. Mein Name ist Thala. Ich hoffe, du magst Geschichten. Ich habe viele, die ich erzählen kann. Ich weiß, wie schwer es ist, ein neues Leben an einen neuen Ort zu beginnen. Deshalb kannst du jederzeit zu mir kommen und reden. Wie war dein Name nochmal? Vielen Dank, mein Name ist Gameplayerin. Ich gewöhne mich noch immer ein und es ist gut zu wissen, dass ich auf dich zählen kann. Ich weiß, es sieht etwas kühl aus hier, aber ich habe selbst noch im Alter einige gute Geschichten auf Lager. Du bist also endlich gekommen. Deine Eltern haben mir immer von dir erzählt, aber das ist schon einige Jahre her. Und sieh dich jetzt an, ich bin so stolz auf dich. Du kennst meine Eltern und du weißt, wer ich bin? Oh ja, es ist dein erstes Mal hier auf der Insel, aber ich fürchte, du musst noch viel erfahren. Ich werde dir alles erklären. Lass dir zu Beginn gesagt sein, dass deine Eltern nicht deine richtigen Eltern sind. Jedenfalls nicht von Geburt an. Wie wir alle wissen, sind die echten Eltern diejenigen, die ihre Kinder lieben und sich um sie kümmern. Na, jedenfalls, du wurdest auf einem Strand namens Blaumuschelstrand gefunden, südwestlich von dieser Stadt. Suche den Ort mal auf, wenn du Zeit hast. Inzwischen, zwischen deinen wenigen Habseligkeiten, befand sich eine Flaschenpost, an der eine Notiz klebte. Warte, diese Flasche hier? Ja, genau diese. Ich kann mich noch erinnern, was in der Notiz stand. Lerne die Geschichte der Welt und der sechs Elemente kennen. Wenn du den richtigen Ort findest, wirst du die Flasche öffnen können. Damals war mir die Bedeutung dieser Worte nicht klar, doch später begann ich sie zu verstehen. Man muss die Geschichte der Welt kennenlernen, indem man über sie liest. Vor Jahren besaß ich die drei uralten Bücher, die diese Geschichte erzählen konnten. Doch dann hat jemand diese Bücher gestohlen. Ich bin mir fast sicher, dass es die Piraten waren, die uns vor Jahren angegriffen hatten. Vielleicht solltest du mit deiner Suche auf den Insel beginnen, wo sich die Freibeuter aufhalten. Aber pass auf, es könnte gefährlich werden. Okay, du musst bestimmt Fragen haben. Lass hören. Wo kann ich die Piraten finden, von denen die Rede ist? Ich denke, dass man fast auf jeder Insel Piraten findet, aber es gibt die drei großen Inseln mit richtigen Piratendörfern, gefährliche Orte. Du findest sie auf deiner Karte, um sie zu erreichen, brauchst du ein Boot. Je größer es ist, desto weiter kommst du damit. Sprich mit unserem Captain, falls du eins brauchst. Warum haben mir meine Eltern nichts davon erzählt? Sie wollten dich beschützen, das ist alles. Damals lebten sie hier bei uns. Ich versprach ihnen, dass ich dir dabei helfen würde, deine Vergangenheit zu verstehen, sobald die Zeit reif sein würde. Da wären wir also. Im Moment gibt es allerdings nicht so viel zu sagen. Keine weiteren Fragen. Ich muss jetzt über all das nachdenken. Ja, ich weiß, es ist viel Stoff zum Nachdenken. Mein Vorschlag für dich: Versuche, dein neues Leben zu leben, wenn du deine Vergangenheit entdecken willst. Das ist aber nicht das Wichtigste. Viel wichtiger ist die Gegenwart und die Tatsache, dass deine Eltern dich gut versorgt haben. Du kannst hier Freunde finden. Ich könnte von einem Jungspund wie dir etwas Hilfe bekommen. Wir bräuchten jemanden, der uns einen neuen Marktplatz baut. Das wird der Stadt helfen, wieder mehr Touristen anzulocken. Der Pub benötigt mehr Essen und Getränke. Die Werkstatt benötigt Werkzeug und Material. Unser Wächter braucht neue Waffen. Und es gibt noch viel mehr Arbeit, die getan werden muss. Wenn du dich jeden vorstellst, werden die Leute sicherlich anfangen, dich um Hilfe zu bitten. Sie werden wahrscheinlich Briefe in deinem Haus hinterlassen und um Gefallen zu bitten. Wenn du mit ihnen sprichst, werden sie deine Hilfe bestimmt noch öfter in Anspruch nehmen.
Natürlich wirst du für deine Arbeit auch bezahlt. Okay, ich soll mein Leben leben, einen Marktplatz bauen, mit allen reden, Arbeit beschaffen, Freunde machen. Alles klar, ich denke über all das nach. Sehr gut. Das muss erstmal alles verarbeitet werden. Versuche, die Stadt kennenzulernen und nimm dir dafür Zeit. Und denke daran, versuche ein gutes Leben zu leben. Ja, und weg war sie. Wir haben aber immer noch zwei, die ich gerne noch in dieser Folge machen werde. Ich entschuldige mich jetzt schon mal dafür, dass es so wahnsinnig lange wird. Mit ihm haben wir, glaube ich, schon gesprochen. Aber doch mit denen haben wir, glaube ich, beiden gesprochen. Wo sind die anderen, die ich eigentlich haben will? Die sind links von mir. Was ist das denn? Recycling? Hä? Cool. Okay, die müssten rein theoretisch irgendwo hier sein. Ei, die habe ich noch nicht gesprochen. Ach, du bist der. Hallöchen. Entschuldige meine knappen Antworten auf der Brücke, aber ich musste schnell reparieren. Ich weiß immer noch nicht, was dort passiert ist. Mit deiner Hilfe habe ich es aber schnell gelöst. Und ich glaube, ich habe deinen Namen nicht mitgekriegt. Entschuldige, ich bin übrigens Toni und ich freue mich sehr, dich zu treffen. Mein Name ist Gameplayerin. Verdammt, Toni, diese Hilfe war nicht einfach für mich. Ich könnte eine Belohnung gebrauchen. Oh. Ich klick's mal an, weil es oben ist. Nein! Oh, es tut mir leid, aber die Zeiten sind hart, wie du sehen kannst. Touristen kommen nicht mehr so oft und es ist hart, Verdienstmöglichkeiten zu finden. Scheiße. Ich habe jetzt echt gedacht, dass immer die Antworten, die die besten sind, ganz oben stehen, aber offenbar doch nicht. Okay. Ohne Touristen gibt es hier keine Verdienstmöglichkeiten. Nicht nur ich muss mich durchkämpfen, alle anderen auch. Es gibt keine Gäste im Pub, nichts für mich zum Reparieren, niemand kauft mehr Fisch. Aber hey, vielleicht bist du ja die neue Hoffnung für uns hier. Hehe. Ich werde dir gern bei allem behilflich sein, was auch unserer Stadt hilft. Vergiss das nicht. Okay, da oben ist noch jemand, mit dem ich noch sprechen möchte. Bleib stehen. Ich lauere dir auf. Hi. Oh, hallo. Ich bin Ivy. Es freut mich, dich zu treffen. Normalerweise kann ich mich an Gesichter erinnern, aber in dieser kleinen Stadt kennen sich alle. Stimmt? Und du erzählst mir ein bisschen von dir. Ich bin sicher, dass du bald alle kennenlernen wirst. Fast alle hier sind nett. Haha. Hey, wie ich sehe, redest du gern. Ich bin Gameplayerin und versuche auf meinem neuen Grundstück zu arbeiten. Schön, dich kennenzulernen. Ich bin Gameplayerin und besitze hier ein Grundstück, wo ich mich gerade niederlasse. Ich komme von einer fernen Insel, doch wir hatten Probleme mit Piraten. Freue mich, dich. Ich komme gerade von einer fernen Insel, versuche hier ein neues Leben zu beginnen. Genau. Ah, wie schön, du wirst Maluhia lieben. Früher waren wir größer und, naja, reicher. Aber die Touristen kommen nicht mehr so oft, seit unser letzter Händler die Insel verlassen hat. Vielleicht kannst du ihn ersetzen. Wie auch immer, unser Ältester plant viele Dinge, die hoffentlich klappen werden. Man sieht sich. Ja, schieb mich doch einfach weg. So, ich denke aber, ich hoffe, dass wir jetzt mit allen gesprochen haben. Dann würde ich nämlich sagen, dass ich mich jetzt mal wieder auf den Weg zurückbegebe, da schnell das Spiel speichere, also sprich die Nacht eben mich hinlegen werde, so. Und ja, dass wir uns dann in der nächsten Folge wieder in meinem Haus sehen werden. Wobei ich ganz kurz nochmal hier reingehen werde, bevor ich hier rausgehe, weil das ist ein Krankenhaus. Ah. Okay. Keiner drin, aber ist ja nicht schlimm. So, ich stehe mal hier mit meinem Buschmesser und verabschiede mich jetzt endgültig. Bis zur nächsten Folge. Ciao.